Hallo, das ist Matthäus, der uns hier auf unserem Grundstück in Pirdaji jetzt eine Woche mal als Helfer unterstützt. Feuerzeug. In einem Kon-Tiki-Loch hat er gerade in einer halben Stunde gegraben. Und wir wollen hier, wir sehen hier eine kleine gepflügte Fläche. Davon wollen wir nicht alles bearbeiten, das macht der Dario hier, unser Casero, der macht hier ein bisschen Mais und Maniok. Wir werden nur mal ein 5x5 Meter, wir sehen hier ein paar Stöcker. Hier Stöcker, 5x5 Meter wollen wir mal dem Dario zeigen, dass man das auch mit Holzkohle und Urin machen kann. Und als Milper und ihm mal zeigen, was da für Erträge möglich sind und wie das funktioniert. Hast du es geschafft? Nee, habe ich nicht. Siehst du, brauchst doch meine Pappe. Das Naturmaterial ist also nicht so ein bisschen Pappe. Ja, Matthäus. War Gärtner in Deutschland, ist in Brasilien aufgewachsen, hat aber lange in Deutschland gelebt, jetzt 7 Jahre. Und war da Gärtner und hat da auch Terra Preta und EM kennengelernt. Und jetzt ist er in Brasilien und sagt sich, hier wächst halt alles viel schneller, ich will lieber hier arbeiten. So ungefähr. So ungefähr, unter anderem. Ne? Wir machen ein Feuer und in dem Feuer Loch machen wir Holzkohle. Wir werden ein ganzes Loch voller Holzkohle machen. Ich glaube, ich hole Zeitungspapier. Ja, mach mal, hol mal Zeitungspapier. Also die Idee ist, wir machen ein Feuer und da machen wir dann erstmal Glut und dann legen wir nach und nach Holz nach, so dass das Holz von oben immer verbrennt und unten die Glut bleibt und dann wird immer mehr Glut, 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 bis es irgendwann ganz voll Glut ist. Und dann haben wir hier 300 Liter Holzkohle, schätze ich mal. So groß ist das Loch. Und da kann man eben alle möglichen, ne, Palmblätter, Stroh, Früchte, Äste, was so im Garten sowieso jede Menge anfällt. Und das werden wir zu Holzkohle verarbeiten. Und dann werden wir das auf dieser, also der Matthäus wird das machen, auf dieser 5x5 Meter Fläche werden wir das dann verteilen. Sprich, das wird also verteilt und umgegraben. Aber erst nachdem es natürlich abgelöscht wurde und mit Urin und EM getränkt wurde, ein paar Tage am besten, dass es ein bisschen durchfermentieren kann. Und dann wird gepflanzt. Also das ist die Idee, direkt auf der Fläche, in einem etwas größeren Loch hier, auf der Fläche Holzkohle machen, mit Gartenabfällen, dann mit Urin und EM tränken und dann verteilen hier, kurz ein bisschen umgraben, verteilen, das ist die Idee. Und jetzt noch ein kleiner Schwenk über das Grundstück, damit man weiß, wo wir hier sind. Also da hinten sehen wir ein paar Birnbäume, also hier der Waldrand, das ist tatsächlich Mater Atlantica. Wir sind hier auf einem 4 Hektar Grundstück, das Luciana, meine Frau, besitzt hier in Pirdaji in der Nähe von Sao Paulo in Brasilien. Und ja, hier gibt es nie Frost, aber es ist hier schon 1000 Meter hoch, hier ist schon doch mal ganz schön kühl und vor allen Dingen viel, viel
Regen und jetzt ist gerade ein sehr warmer, schöner, trockener Tag. Und da hinten sehen wir ein paar Esskastanien. Wir werden auch mal einen kleinen Rundgang machen, wahrscheinlich übers Grundstück. Und dann sehen wir hier durch die Bäume, sehen wir das Haus. So. Wir haben ungefähr anderthalb, knapp 2 Hektar Fläche, die offen ist, also wo man tatsächlich ein bisschen was anbauen kann. Und unser neuer Casero, Hausmeister quasi, der Bauer ist, der hat hier gesagt, ich will hier ein bisschen was umpflügen und Mais und Maniok pflanzen. Jawohl, haben wir nichts dagegen. Soll er mal machen, solange er keine Gifte einsetzt und dergleichen. Dementsprechend, das haben wir ihm schon abgewöhnt, beziehungsweise da kommt er mit klar. Und jetzt wollen wir ihm mal zeigen, dass man das auch auf so eine Art und Weise machen kann. Genau, ja, und wie gesagt, einen Rundgang wird es geben. Und wenn sich das hier weiterentwickelt, dann werden wir noch weitere Aufnahmen machen. Und vielleicht Fotos dann davon, wie das wird. Und die Idee ist dann hier eine Milpa zu machen. Also wir werden Mais, Kürbis, da habe ich extra ein paar Hokkaido-Kürbissamen mitgebracht aus Deutschland. Und wir werden Bohnen und dann noch ein paar Süßkartoffeln, die wir hier noch umliegen haben, ein bisschen Maniok, werden wir hier auf dieser kleinen Fläche anbauen. Und der Matthäus hat das genauso schon, fast genauso in der Nähe vom Schwarzwald, in der Nähe von Freiburg in Deutschland gemacht letztes Jahr. Und das machen wir jetzt hier nach. Die Luftfeuchtigkeit ist hier so hoch, dass das Zeitungspapier nass ist. Ja. Und jetzt habe ich, wie heißt es nochmal, diese Staude? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber okay, eine schöne Blumenstaude Hortense, mit schönen blauen Blüten. Ich habe gerade festgestellt, dass die trockene Hortense sehr gut brennen. Wunderbar. Also wir versuchen gerade das Feuer in Gang zu bringen, ohne Spiritus zu nehmen. Okay, wenn es dann weitergeht, dann machen wir noch mal ein paar Aufnahmen. Das ist Dario, unser Bauer, Hausmeister, der hier das Grundstück pflegt, mit dem wir das alles abgesprochen haben. So, jetzt geht es langsam los, das Feuer kommt in Gang. Das ist hier zum Beispiel ein Palmblatt. Die Spreite, die Basis von einem großen Palmblatt. Wunderbar zum Verkohlen geeignet. Und davon gibt es hier jede Menge von diesen Abfällen. Und wenn man das Stück für Stück macht, jawohl, danke Yara. Ja, da muss noch ganz viel rein. Der Matthäus holt auch schon ganz viel. Ich hatte mal ausgerechnet, dass es bei Kokosnuss, ich habe die Werte jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es hat irgendwie 5 Jahre gedauert. 4, 5 Jahre, dann hat eine Kokosnussplantage genug Kokosnussschalen, Kokosnussstämme, Kokosnusspalmblätter produziert, die ja alle verkohlt werden können als Reste. Genug Kohle produziert, dass jeder Quadratmeter 2 Kilogramm Holzkohle hat. Und das, also hier im tropischen Bereich geht das eben sehr schnell mit dieser Holzproduktion. Und das wiederum heißt dann, dass es eigentlich in dieser Zeit man die Fläche schon in Terra Preta verwandeln könnte, wenn man es 100% darauf anlegt. Von den eigenen Ressourcen der Fläche. So. Jetzt sind wir schon ein gutes Stück weiter, fast 1 Stunde später. Da ist schon einiges an Glut drin. Mal ein bisschen runter gucken. Wir haben auch richtig dicke Hölzer raufgeworfen, die brauchen ein bisschen länger und müssen auch richtig durchglühen. Zwischenstand. Also das ist vielleicht die Hälfte und da muss noch mal die gleiche Menge nachher oben rauf, wenn das durchgebrannt ist hier. Und dann werden wir das mit ganz viel Wasser ablöschen. Und EM und Urin. Ja,
Okay, wir werden heute mal nicht ganz so viel Holzkohle produzieren, weil wir das Holz noch zum Teil für Wege und so weiter verwenden wollen und zum Mulchen. Das ist unser Endstand. Naja, was machen wir denn das sein? 50 Liter Holzkohle vielleicht 100. Das grobe Material, das sind dann die groben fetten Äste, die oben abgebrannt sind. Die haben wir hier rausgenommen, oder vielmehr Matthäus, und hat die beiseite gelegt. Das feine Material ist drin, das ist eigentlich schon fast perfekte Korngröße. Und das jetzt noch mit Wasser abgelöscht wird, dann ist das, oder hast du schon gelöscht? Ne, das ist noch nicht gelöscht. Genau, also wenn das jetzt noch mit Wasser abgelöscht wird, dann wird das so zerbrechlich, beziehungsweise noch so fein, dass es problemlos für den Boden geeignet ist, genau. Und ansonsten werden wir hier noch ein bisschen Holzkohle verwenden. Wir haben nämlich hier in einem Holzkohleabhack, ja, Werk ist übertrieben, ein kleiner Schuppen, wo wir Holzkohle abhacken und an der Straße verkaufen. Aber die haben dann auch jedes, da haben wir mal 150 Säcke, so eine 50 Liter Säcke, 150 Säcke Holzkohle gekauft, die wir auch noch verarbeiten wollen. Die werden wir jetzt, da werden wir jetzt ein paar von hier nehmen und hier mit reinmachen und aufladen und dann entsprechend hier verbuddeln. Alles klar, das war unsere Holzkohle-Experiment soweit. Danke erstmal, Matthäus. Und in dem Fall werde ich jetzt einfach mit Erde zu bedecken. Alle mit Erde, mit Erde. Ich weiß nicht, ob das auch viel mit. Okay, also einmal mit Erde bedecken. Okay. Beziehungsweise erstmal zusammen. Man sieht ja richtig den Staub, ne? Mhm. Also da ist schon ein hoher Feinanteil dabei. Man muss das wirklich gut bedecken, damit es nicht weiter glüht, ne? Alles weg. Wenn man da jetzt was falsch macht, sprich nicht gut genug bedeckt oder nicht gut genug ablöscht, dann ist es am nächsten Morgen komplett wegglüht. Die ganze Aktion hat jetzt 2 Stunden gedauert, ne? Wobei wir mit dem nassen Holz ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben als normal. Normalerweise wäre es wahrscheinlich 1 Stunde gewesen, ne? Wir haben zugeschaut, wie das Holz verbrennt. Ja. Wir haben nicht währenddessen viel gearbeitet. So, einige Tage später sieht das Experiment so aus, oder unser neu eingelegter kleiner Garten mitten in dem zukünftigen Maisfeld. Wir haben 100 Liter Holzkohle, also ungefähr 40, 50 Liter produziert und nochmal 50 Liter dazu. Da mussten wir ein paar Tage Urin sammeln. Wir haben so 10 Liter Urin gesammelt und noch ein bisschen mehr. Dann haben wir noch Regenwurmhaussaft genommen. Auf jeden Fall ein paar Liter, haben das gemischt, haben das fermentiert. Und der Matthäus hat das überall verteilt und schon mal ein paar schöne Beete gemacht. Soweit sind wir jetzt. Und der Matthäus hat schon ein paar Sachen gepflanzt, wie ich sehe. Was kommt denn jetzt hier alles hin, Matthäus? Warte, noch nicht. Also, klar und deutlich. Insgesamt gibt es Maniok, Süßkartoffel, Mais, Kürbis, Bohnen, Bananenstauden, Granatapfel, Kurkuma, Ingwer, Papaya und also, wir werden noch was dazu. Ganz viele verschiedene Sachen pflanzen, ein paar Bäumchen, die dann später groß werden, wie die Bananen oder wie, was war noch, Apfel oder was? Feigen kommen auch dazu. Feigen, aber die sind am Anfang, nehmen die ja nicht viel Platz weg. Genau. Und am Anfang für die erste Kultur sozusagen Süßkartoffeln und was hatten wir noch, Maniok? Genau. Nee. Maniok ist 1 Jahr, Süßkartoffel ist 1/2 Jahr. Die schnelle Kultur ist Mais und so, Mais, Bohnen und Kürbis. Ne? Die 3 Sachen sind die schnellen. Genau. Also das ist ungefähr 5 x 6 Meter, 30 Quadratmeter. Wir haben jetzt, wie gesagt, gut 100 Liter Holzkohle hier verteilt. Schön fermentiert ein paar Tage mit Urin und, also ein paar, einen Tag und mit Urin und EM und noch ein paar Nährstoffe aus so einem Regenwurmsaft. Und ja, jetzt geht's los. Wenn man das schön vorbereitet, kann man theoretisch in 1 Tag durchschaffen. Vor allem, wenn man nicht alleine ist. Weil allein ist es von der Zeit her machbar. Allerdings von der Anstrengung
wird man eher eine Pause machen wollen. Genau, und 30 Quadratmeter reicht eigentlich für eine Familie als Kleingarten schon aus, wenn man das intensiv bewirtschaftet. Auf jeden Fall. Was hast du hier gepflanzt? Minze? Hier habe ich den Granatapfel gepflanzt. Granatapfel? Im Topf und sollte raus. Und das ist irgend so ein Kraut, was man damit machen kann. Ich weiß aber nicht, was es ist. Sieht aus wie Minze, aber irgendeine Spezialminze wahrscheinlich. Genau. Ja, und dann und da sind unsere Pflanzmaterial für die. Also das ist Süßkartoffeln. Da haben wir einfach aus dem Supermarkt ein paar Süßkartoffeln. Die haben wir ein bisschen keimen lassen. Und dann steckt man bei Süßkartoffeln nur die Keimlinge in die Erde sozusagen. Beziehungsweise die habe ich hier vorgelegt. Man schneidet das sozusagen ein bisschen Stück ab und dann hat man hier so nicht. Zack, da kommt das. Man macht ein Loch in den Mulch, ein bisschen Erde weg, rein, wieder mit Erde bedecken. Und jetzt bei der Süßkartoffel lasse ich hier ein bisschen Platz, damit sie wirklich Licht bekommt. Maniok ist so ein Steckling. Der Steckling Maniok, kann man mal rein. Kann ich nehmen, ist schon drin. Ist schon drin, aber ich kann auch ein anderes nehmen. Also das ist wirklich nur so ein kleiner Stock. Da nimmt man wirklich einfach einen Stock von der Maniokpflanze und schneidet den in eine bestimmte Länge und steckt den in die Erde. Ne? Hast du den vorher angewurzelt? So ungefähr, nee. Der wurzelt dann jetzt an in der Erde. Der ist ganz lang. Ja. Und dann schneiden wir dann so kurz. Also auf ungefähr 30 cm. Genau, man sieht, dass er hier austreibt. Und hier unten macht man so mit der, wie heißt das, Verkauung? Messer. Ja, mit dem Messer zum Beispiel. Drei Schnitte und dann kommt so weißer Saft raus. Und das ist Bewurzelungshormon. Und hier kommen dann die Wurzel raus. Okay. Und ich habe die so gesteckt, das heißt, die Wurzel werden hier wachsen. Okay. Das ist auch ganz interessant. Mhm, warum? Weil dann kann ich gestalten Mischanbaukulturen. Ich könnte zum Beispiel, hier ist die Süßkartoffel, ich könnte das über die Süßkartoffel pflanzen, weil die braucht weniger Licht als der. Und bei der Ernte würde sich das nicht stören, weil die Süßkartoffel ist. Das sind die Spezialtricks. Genau. Gut, und hier haben wir schon ein paar. Und wir haben auch ein paar Hokkaido-Samen aus Deutschland mitgebracht, die du dann pflanzen wirst. Ja, die brauche ich noch. Und Bohnen und Mais. Wir werden hier also eine Müllbar machen, aber hier eben noch ein bisschen aufgepeppt mit der langfristigen Permakultur und den Agroforst. Also mit Bäumen, die sich dann später entwickeln. Und mit Mais und mit Süßkartoffeln und Maniok. Das wird spannend. Alles klar. Herzlichen Dank. Gerne. Bis in ein paar. Das heißt, du bist dann schon weg, aber die Pflanzen werden sich hoffentlich entwickeln. Ja, wir machen ein paar Bilder für mich. Ciao. Ciao. 4 Wochen später im strömenden Regen, das hört man vielleicht ein bisschen am Regenschirm, den ich halte. 4 Wochen später das Beet von Matthäus. Und ja, alle Vorhersagen sind wahr geworden. Der Mulch hat funktioniert und liegt immer noch da. Und es ist fast alles gewachsen, aber ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was er gepflanzt hat. Aber wir sehen hier Bohnen und wir sehen Mais. Der kommt mitten in seinem Holzmulch oder Palmwedelmulch. Da ist die Banane, da, wir erinnern uns, da hat er ein fettes Wurzelstück Banane in die Erde gesteckt in eine bestimmte Richtung. Die ist gewachsen und sieht gut aus. Alles komplett ohne Pflege, nicht Unkraut gejätet, nicht gedüngt, nicht gewässert. Nichts passiert und selbst die Samen sind gut gekeimt im Mulch. Hätte ich nicht so gut gedacht, weil ich habe in Deutschland öfter die Erfahrung gemacht, dass im Mulch die Samen nicht keimen. Vielleicht ist das auch eine Frage der Sorten, beziehungsweise gibt es da noch andere Einflussfaktoren, die ich nicht kannte. Hier sehen wir mal das Ganze ein bisschen von zurück. Also so gut wie kein Unkraut, nur ein paar Gräser, die sich da zeigen, die hat man in einer Minute ausgerissen. Wenn man will, stören vielleicht auch gar nicht. Dann sehen wir hier Maniok, daneben Kürbis, wo er wirklich nur den Samen in die Erde gesteckt hat, der ist also auch gut gekommen und hat sich entwickelt. Noch mehr Maniok und Kürbis. Was ist das hier für ein Stock, den er in der Erde hat? Das war, glaube ich, der Maniok, ne? Genau, da kommt am Stock
aus der Wurzel jeweils und so kommt der Maniok, Maniok, Mais, Kürbis. Sehr schön gekommen. Hier ist alles in diesem Beet. Hier scheinen ein paar Sachen zu fehlen. Da ist Mais, da gibt es ein paar Leerstellen. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, was da war. Vielleicht ein paar Kürbisse oder so, die nicht gekommen sind. Der Mais kommt aber erstaunlich gut. Das hat er auch gepflanzt, aber was war das jetzt? Das weiß ich nicht mehr. Also, 1A Matthäus, 4 Wochen später ohne jegliche weitere Aufmerksamkeit und jegliche Düngung. Jetzt müsste man hier ein bisschen Urin drauf düngen, was ich nicht schaffen werde, weil ich kaum hier bin. Kann ich im Moment nicht so viel produzieren. Da muss er sich also alleine durchschlagen. Aber es war ja ein jungfräulicher, gut mit Nährstoffen versorgter Boden. Wir haben Urin in der Holzkohle drin gehabt, die wir überall verteilt haben. Ganze fette Baumstämme gedüngt. Hier hat er sogar ein Frucht hingepflanzt. Das sieht fast aus wie Brombeeren. Naja, wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wahrscheinlich werde ich aber nur noch Bilder davon kriegen, also nur noch Standbilder, nicht mehr die endgültige Sache. Aber so oder so, definitiv, das hat funktioniert. Hier ist noch eine Banane. Da war auch noch eine Banane, die gut gekommen ist. Das hat auf jeden Fall funktioniert mit den Bananen und den Wurzelstücken. Also, große Klasse, hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt bräuchte das ein bisschen Pflege im Sinne von Gießen und also gar nicht mal Gießen, weil es regnet ja, aber vom bisschen Urin vielleicht und bisschen Unkraut jäten, aber selbst das ist eigentlich noch gar nicht nötig. Und ja, ein komplett arbeitsloses Permakulturbeet innerhalb von einem Nachmittag angelegt. Herzlichen Dank, Matthäus. Mach's gut. Bis nächste Woche. Thank you.